Sehr geehrter Herr Präses, Hohe Synode, diesen meinen ersten Bericht als Landesbischof stelle ich unter das Wort Jesu aus der Bergpredigt: Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. In Matthäus 5, Vers 8. Die Seligpreisungen sind Jesu großer Gesang für das Reich Gottes, für die neue Welt, die mit ihm bereits angebrochen ist. Jesus bildet seine Seligpreisungen im sprachlichen Stil der Psalmen. Er bildet keine Wenn-Dann-Sätze, sondern er formuliert anders. Er sagt, selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Reiner Zuspruch. Ja, Jesus singt es seiner Gemeinde entgegen, denn die Seligpreisungen sind an den Psalmen geformt und der große Lobgesang der Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Ich beginne mit diesen Versen, weil ich glaube, genau in diesem Lobgesang werden wir münden, und er ist unsere Aufgabe auch schon im Hier und Jetzt. Die Seligpreisung, die sechste Seligpreisung mit dem reinen Herz beginnt, wie alle anderen, mit dem Wort selig sind. Griechisch Makarioi, Latein Beati, mit hebräischen Ashrei. Mit diesem Wort beginnt auch Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und das alte Ende des Psalters, Psalm 119, das güldene ABC, was in der hebräischen Bibel total toll aussieht, weil es immer 8-mal A, 8-mal B, 8-mal die nacheinander läuft, beginnt mit zwei Versen, die mit diesem Ashrei beginnen, wohl denen, Sie alle kennen das aus dem schönen Lied, wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit. Die Seligpreisungen im Lukas-Evangelium verdoppeln sich und werden vierfach. Und das Matthäus-Evangelium nimmt genau dieses güldene ABC von Psalm 119 wieder auf und bringt 8-mal Ashrei, 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 Makarioi, Makarioi, selig sind. Selig sein heißt sich freuen und glücklich sein. Also ist die Freude die große Verheißung, die uns Jesus entgegensingt und in der wir fröhlich mitschwingen dürfen. Sollen. In der Mitte der Seligpreisung steht, die reinen Herzen sind. Viele von uns haben da das Gebet aus den Kindertagen im Ohr und beten es vielleicht heimlich noch mit Lächeln. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Soll niemand Religion als Jesus allein. Aber wie kommen wir zu einem reinen Herzen? Und stimmte das damals in den Kindertagen schon? Und was bedeutet dies? In Psalm 51 wird dieses Herz ein reines Herz erbeten. Dort heißt es im Bußpsalm, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und der Beter bittet um Tilgung und Vergebung der Sünden. Nur durch Buße und Beichte, nur durch Umkehr zu unserem, von unseren hartherzigen Urteilen und vergifteten Gedanken hin zur Liebe Gottes, können wir ein reines Herz geschenkt bekommen. Und dann der dritte Teil dieser sechsten Seligpreisung. Denn sie werden Gott schauen. Welch eine Verheißung am Ende dieser Seligpreisung. Und nicht umsonst ist sie die Seligpreisung aller Mystikerinnen und Mystiker, von denen wir ja in unserer mitteldeutschen Geschichte so viele haben. Und wenn es stimmt, was Karl Rahner gesagt hat, dass der Christ der Zukunft ein Mystiker ist, und ich ergänze, eine Mystikerin ist, oder er ist nicht mehr oder sie ist nicht mehr Christ, dann ist die Frage für unsere kirchliche Arbeit, wie wir die individuellen geistlichen Wege der Geschwister mitgehen und begleiten können als Kirche. Dafür brauchen wir Mitarbeitende, die Zeit für das Ansehen und Zuhören haben und die bereit sind, sich mit dir auf den Weg zu machen und offen sind, Menschen in ihrem Weg zu begleiten. Dabei führt dies nicht zwangsweise in die bekannte Gemeindearbeit, sondern vielleicht ganz woanders hin. Dies aber ist nur herauszubekommen, wenn wir uns besuchen und das mit reinem Herzen, ohne Vorentscheidungen und Urteile. Die Sehnsucht nach der Gottesschau jedenfalls, die Sehnsucht nach den reinen Herzen ist groß. Und ein reines Herz zu haben, heißt sich öffnen für das, was uns begegnet. Gesang in Freude, Buße und Gottesschau. Was heißt das für unsere Kirche, für unsere Gesellschaft? Ich habe diese Seligpreisung gewählt, weil ich glaube, dass wir in Zeiten vergifteter und getrübter Herzen leben und dass diese Vergiftung und Unreinheit auch uns in der Kirche durchdringt.
Wenn wir Konflikte haben, fällt es uns sehr schwer, im Nächsten Gottes Ebenbild zu sehen, statt den Feind und die Gegnerin. Reines Herz als Zuspruch bedeutet, achtsam werden für Gottes Wirklichkeit und sein Angesicht mitten unter uns. Und es ist mir sehr wichtig, dass wir in all dem, was wir als Kirche tun und lassen, mit offenen Herzen und frei miteinander kommunizieren und auf dem Weg sind. Und es ist mir wichtig, dass darin die Seligkeit und Freude des Reiches Gottes aufleuchtet, die uns versprochen ist und in deren Gesang wir fröhlich einstimmen können. Und wenn ich Gott schaue mit reinem Herzen, dann heißt das auch, dass ich in dem Gegenüber erkennen kann, dass es Gott ebenbildlich ist, ja, dass wir daran Freude haben, im jeweils anderen Gott zu erkennen. Die Seligpreisung ist Zuspruch und das heißt, sie hängt nicht ab von unserem Tun. Jesus singt davon und das ist auch einer der zentralen Lehrsätze der Reformatoren, denn nicht wir selbst können uns das immer wieder erarbeiten, sondern wir müssen es uns neu sagen lassen. Das Entscheidende kommt nicht aus uns, sondern von Gott. Gott schafft es, dass die mit reinem Herzen selig und glücklich sind, ja, dass sie sich freuen können. Gott kommt ihnen und uns in Jesus Christus entgegen, er lockt und zieht uns in die Zukunft einer neuen Welt. Was diese neue Welt, das Reich Gottes charakterisiert, lesen wir in der Bergpredigt. Und an jedem der einzelnen Seligpreisungen steckt bereits das ganze Himmelreich. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ich bin jetzt noch keine 100 Tage im Amt, das sind glaube ich 88. Und bin unterwegs in unserer Landeskirche. Ich will Ihnen einige Impressionen daraus geben, was ich beobachtet und erfahren habe. Ich habe versucht, mit reinem Herzen wahrzunehmen, soweit mir das gelungen ist. Und im Gebet und in der Buße immer wieder neu zu starten in den Tag. Am Anfang stand der Gottesdienst zu meiner Einführung am 7. September im Dom zu Magdeburg. Und der schwingt immer noch in mir nach. Es waren so viele Menschen da. Es waren so viele da, die zu Hause an den Fernseher im Livestream zugeschaut haben. So viele gute Worte, Segenswünsche, Glückwünsche, so viele wunderbare Begegnungen und auch so viele Geschenke. Herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie meinen Anfang mitgetragen haben. Alles das begleitet mich noch immer und es macht mir bewusst, in diesem Amt, das Sie mir zugetraut und angetragen haben, in diesem Amt stehe ich nicht allein. Ich werde getragen von Ihren guten Segenswünschen und Gebeten. Und so war dieser Tag meiner Einführung nicht allein ein besonderer Tag für mich, sondern auch ein fröhlicher und beschwingter Tag unserer Landeskirche. Und das macht Lust auf mehr. Alles begleitet mich noch immer und ich bin mir dabei bewusst, an das Amt des Landesbischofs werden hohe, auch sehr unterschiedliche Erwartungen gestellt. Und ich glaube, ein guter Bischof kann nur immer Erwartungen enttäuschen. Und daraus folgt das Zweite, dass mir am Tag der Einführung Anfang September deutlich geworden ist, ich brauche Sie weiterhin. Ich bitte weiter um Ihre guten Worte, Ihr Zutrauen, Ihren Beistand und Ihr Gebet. Das Dritte, ich gehe, so wie in der Seligpreisung verheißen, mit Freude ans Werk und habe Freude an meinem neuen Amt. Ich hatte noch nicht einen Tag Fluchtgedanken, das finde ich doch erstaunlich. Ich vermute, einige von Ihnen spüren das auch und ich hoffe, dass diese Freude, die uns hier in den Seligpreisungen zugesungen wird, sich unaufhaltsam unter uns ausbreitet. Was gibt es denn Schöneres, als in Gottes Weinberg fröhlich und singend miteinander unterwegs zu sein? Dabei sehe ich meine Aufgabe als Landesbischof zunächst darin, zuzuhören, genau hinzuschauen, zu erleben, was in unserer Kirche alles gibt. Es waren diese ersten Tage und Wochen, war ich ein Landesbischof, der besucht, geschaut und miterlebt hat vom Gottesdienst mit Orgelweihe. Wir haben in der Hochschule für Kirchenmusik eine wunderbare neue Orgel in der Aula eingeweiht. Übrigens mit der ersten Taste, die Ost und West durch Knopfdruck miteinander kompatibel macht. Denn es hat sich im Orgelbau etwas Verschiedenes entwickelt. Der ostdeutsche Orgelbau ist konservativ und hat beim Schweller das Prinzip, wenn man dort auf den Schweller drückt, wird es leiser. Ja, also von der westliche Orgelbau, der westdeutsche Orgelbau hat sich an die Autoindustrie angepasst, das ist andersrum, wenn man auf den Schweller drückt, wird es lauter, ja? Und da hat man jetzt endlich eine technische Lösung gefunden, man drückt auf den Knopf und da kann also der Organist aus dem Westen auf dieser Orgel spielen und aus dem Osten auch. Vielleicht sagt uns ja auch die Art, wie wir Gas geben, was über das Ost-Westdeutsche ist. Ich war unterwegs von der Orgelweise bis zur Sitzung des Landeskirchenrats, vom seelsorgerlichen Gespräch mit einem Gemeindeteam bis zum Gespräch mit dem Ministerpräsidenten, von einfachem Abendgebet
bis zu zahlreichen Festgottesdiensten, von der silbernen Ordination bis zu Landesmusiktagen, große Sachen, über viele Leute, herrliche Gottesdienste, schöne Musik. Von der Fahrt nach Hannover zur Kirchenkonferenz bis zu den Sitzungen der landeskirchlichen Visitationskommission oder die sehr langen Sitzungen bei VELKD und EKD in Dresden. Ich besuche, erlebe, nehme wahr und denke natürlich viel über das Erlebte nach, stelle mir Fragen, habe auch erste Antworten gefunden und suche sie. Und daran möchte ich Sie heute teilhaben lassen. Deshalb im Folgenden einige Blitzlichter aus dem Alltag Ihres Landesbischofs. Manchmal vielleicht nur plötzlich, auch ich. Am Ende stehen Fragen. Sie ergeben sich aus dem, was ich bisher erlebt habe. Diese möchte ich Ihnen heute zur Verfügung stellen. Wegmarken aus 88 Tagen im Amt. Einer der ersten Amtsaufträge, die ich wahrgenommen habe, stammt von Ihnen, der Synode. Ich wurde gebeten, in der Frühjahrssynode wurde die Bitte geäußert, dass ich zu einem Gespräch einlade mit dem Ziel, konkrete Verbesserungsvorschläge im Blick auf die wechselseitige Kommunikation zwischen Landessynode und Landeskirchenrat vorzulegen. Die Präsidentin hat mich, als ich das gesagt habe, gleich korrigiert und gesagt, die Synode erteilt dem Bischof keine Aufträge, sondern sie bittet. Wir sind schon mitten im Thema. Dafür wurden aus den Organen Mitglieder entsandt und wir haben unterdessen getagt. Ja, es gab Konflikte und Kommunikationsschwierigkeiten im Zusammenspiel von Landeskirchenrat, Kollegium und Landessynode. Und sie haben sich insbesondere an drei Punkten festgemacht, die Ihnen allen vor Augen stehen. Die Nichtverlängerung der Amtszeit meiner geschätzten Vorgängerin Landesbischöfin Ilse Junkermann. Sie führte zu Diskussionen in der Synode, die mit der Entscheidung des Landeskirchenrates konfrontiert war. Dann das Bußwort, das vom Beirat für Versöhnung vorbereitet worden war und im Landeskirchenrat diskutiert und verabschiedet wurde. Und dann zur Herbstsynode 2017 veröffentlicht. Es enthält eine kritische Deutung und Einordnung des Handels der Kirchen in der DDR-Zeit, sowohl der thüringischen Landeskirche wie auch der evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen. Dies hat zur Verstimmung geführt, dass darüber nicht in der Synode vorher diskutiert worden war. Und zum Dritten das Thema Tempo 130, das steht Ihnen allen vor Augen, das als konkrete politische Initiative zur Bewahrung der Schöpfung gedacht war. In der Synode wurde eine Selbstverpflichtung der Mitarbeitenden der Kirche diskutiert, erhielt aber keine Mehrheit. Der Landeskirchenrat hat die Petition auf den Weg gebracht, die er zuvor bereits beschlossen hatte. Dies hat in der Synode und nicht nur dort für Verärgerung gesorgt, aber auch hier wie dort für begeisterte Zustimmung. Auftragsgemäß sind wir zusammengekommen und haben darüber gesprochen, wie wir die Kommunikation verbessern können. Wichtig war dabei, dass die jeweils eigene Wahrnehmung, die Zusammenhänge und Intentionen erzählt werden können. Und das geschah in einer offenen Atmosphäre und ich fand mit reinem Herzen. Wir haben dazu auch bereits einige Ideen entwickelt, was mir daran sehr eindrücklich war. Ich habe gespürt, es gibt eine hohe Bereitschaft, miteinander auf dem Weg zu sein und zu bleiben und das entstandene Misstrauen auszuräumen, fehlerfreundlich miteinander umzugehen und gleichzeitig verschiedene Sichtweisen einander geschwisterlich zuzumuten. Einig waren sich alle, dass es kein Problem unserer Verfassung ist, sondern dass es unterschiedliche Gewichtungen der Auslegung gibt. Dazu liegt Ihnen ja ein Gutachten auch von Professor Germann vor, das noch einmal zeigt, dass es in der Verfassung der EKM nicht um eine Hierarchie der Organe, sondern um eine gemeinsame Verantwortung geht. Es ist gut, dass wir eine Verfassung haben, die die vier Organe miteinander verschränkt, die Landessynode, den Landeskirchenrat, das Kollegium und der Landesbischof. Und es ist gut, dass es keine Hierarchisierung gibt. Weder steht die Synode über dem Landeskirchenrat, noch hat der Landeskirchenrat vorrangige Weisungsbefugnis und auch der Bischof schon gar nicht. Es ist also anders, wir sind alle aufgefordert, mit wirklich geschwisterlich die Dinge in unserer Landeskirche voranzubringen. Dies erfordert eine hohe Achtsamkeit im Blick darauf, welche Fragen zu diskutieren sind, wer wann über was auch wirklich informiert sein muss, wer kann sich wie wozu öffentlich äußern, wer bringt welche Prozesse wie voran. Und wie gelingt es, für alle größtmögliche Transparenz herzustellen bei gleichzeitiger Wahrung der Vertraulichkeit von Gesprächs- und Nachdenkprozessen? Wir müssen voneinander wissen, aber nicht im Kontrollmodus, sondern im Gesprächsmodus. Einige Vorschläge für eine bessere Kommunikation der Organe haben wir erarbeitet. Zum Beispiel wäre es gut, wenn das Präsidium der Synode die Protokolle des Landeskirchenrates grundsätzlich erhält. Wir schlagen vor, dass es vor den Synodaltagungen regional verortete Vortreffen gibt, die von den Pulpsten eingeladen werden. Dort werden die wichtigen Tagesordnungspunkte miteinander besprochen und es wird geschaut, welches sind unsere Themen, woran wollen wir gemeinsam arbeiten. Das stärkt die Wahrnehmung und ist auch eine Art Qualifizierung für diese Tagung.
Wir haben des Weiteren überlegt, dass es sinnvoll ist, den Berichten, die wir geben, sowohl der Bericht der Präsidentin aus dem Landeskirchenamt wie auch der Bischofsbericht, jeweils eine eigene Gewichtung zu geben und diese vielleicht im Wechsel stattfinden zu lassen, also dass jeweils einmal im Jahr das stattfindet, aber eben halbjährlich, sodass wir ein gutes Gespräch miteinander bekommen und deutlich wird, die Prozesse, die anstehen, werden von allen gesehen, gehört und mitgetragen und verstanden. Uns ist im Gespräch deutlich geworden, es geht um eine gemeinsame Haltung und Kommunikationskultur, die von Offenheit und Transparenz geprägt ist, von Information und Austausch, von Fehlerfreundlichkeit und bei unterschiedlichen Positionen ein klares Konfliktmanagement kennt. Das schließt gegenseitige Kritik ein. Unsere Zusammenarbeit bedarf des Raumes der Meinungsbildung und da Dissens, und Dissens ist kein Defekt, sondern gehört zum demokratischen Verfahren hinzu. Aber zentral ist, dass wir uns im gegenseitigen Vertrauen und Respekt über den Auftrag der Kirche in den jeweiligen Sachfragen verstecken. Dieser Auftrag Jesu Christi ist das zentrale Kriterium, von dem wir her unsere Zusammenarbeit gestalten. Es gibt noch weitere Ideen, die Kommunikation zu verbessern. Wichtig ist in all dem, dass wir uns miteinander mit einem reinen Herzen anschauen und nicht gegenseitig verdächtigen. Denn auch das habe ich gehört und erlebt, dass immer auch ein Stück Verdacht und beginnendes Misstrauen dabei war. Ihr macht da etwas, was mit uns nicht besprochen ist. Und da dieser Verdacht gleich mehrfach im Raum stand, hat Landesbischof Junkermann dieses Achtsamkeitsdefizit in der Frühjahrsnote offengelegt. Und dann haben wir uns diesem Thema gestellt und werden es in den Organen weiter besprechen, im Sinne dieser stärkeren Transparenz, die wir angesprochen haben, und Informationsfluss. Deutlich ist, wir müssen beieinander sein und aufeinander hören und Vertrauen wiedergewinnen. Und in unserem Gespräch, das wir geführt haben, war der Wille und der Weg dazu spürbar. Ich habe in meinen ersten Tagen und Wochen in unserer Landeskirche sehr viel Verschiedenes erlebt und wahrgenommen. Ich habe dabei versucht, in die Dinge hineinzugehen, also mit wenig festen Bildern, festen Urteilen, und habe versucht zu unterscheiden, was nehme ich wahr, was fühle ich dazu und was denke ich dazu. Heute erleben wir in unserer Gesellschaft, dass sehr schnell nur die gefühlte Wahrnehmung anliegt, und dass wir uns gar nicht das, was wir wahrgenommen haben, vorstellen, sondern nur, was wir fühlen und meistens gleich unschuldiger Deutung. Und mit reinem Herzen kommunizieren heißt, sich nicht gleich in Wut- und Empörungserregungszentren zu begeben, sondern diese Polarisierung zu vermeiden und statt Feindschaft Verständigung und Lösung zu suchen. Ich habe eine Kirche erlebt, die in den verschiedenen Gremien sehr gut arbeitet. Sowohl im Landeskirchenrat wie auch im Kollegium erlebe ich eine hohe Professionalität. Prozesse werden in guter Weise vorangebracht. Ich habe erlebt, dass Probleme angegangen werden, sie werden offen und transparent besprochen, dass nicht alles in der Öffentlichkeit diskutiert werden kann, versteht sich eigentlich von selbst. Aber auch in unserer Kirche ist die Lust an Petitionen und in Fragestellung von Leitungshandeln und einer Aufregung über die Kirche da oben immer wieder zu finden. Da sind wir ganz Welt und dennoch sollten wir es nicht sein. Ich habe erlebt, dass wir eine Kirche sind, die eine hohe Relevanz für die Gesellschaft besitzt. Das zeigt sich nicht nur daran, dass wir zu wichtigen Anlässen wie Ernte Dank, Konstituierung des Landtags und Festakten wie 30 Jahre Maueröffnung eine wichtige Stimme in unserer Gesellschaft sind. Bei all diesen Feierlichkeiten saßen mehrfach christliche Ministerpräsidenten und Minister unter der Kanzel und es gab Situationen, die nur bei uns in der Kirche als überparteilicher Raum möglich sind. Als zum Beispiel Herr Ramelow und Herr Moring im Gottesdienst zum Landeserbe Dankfest in Schkölen, die zufällig nebeneinander saßen, das Brot bei einer Brotteilaktion miteinander brechen musste. Das war keine Vorausdecknahme einer Koalitionsverhandlung, aber diese Dinge sind eben außerhalb des britischen Raums bei uns möglich. Im Besonderen haben die Ereignisse in Halle gezeigt, wie wichtig wir als Kirche für unsere Gesellschaft sind. Der Anschlag auf die Synagoge und der Mord an den zwei Menschen, das Erschrecken über das Handeln des Attentäters hat eine ganze Stadt paralysiert. Unsere Aufgabe als Kirche bestand darin, in dieser Situation zu reagieren und eine Sprache zu finden, die verstanden wird. Wir mussten lernen, der Terror ist mitten unter uns, nicht irgendwo fern in Syrien oder in den USA, sondern im Paulusviertel in Halle, wo ein junger Mann, dessen Herz völlig vergiftet ist von antisemitischen Ideen, vom Hass und auch von der Lust am Morden und das auch noch zu filmen, wo er an der Tür einer Synagoge geklingelt hat, um dort hineinzukommen, und nur weil er nicht geöffnet wurde, erschoss er statt 50 Gottesdienstbesuchenden eine junge Frau und einen jungen Mann. Ich habe in meiner Predigt beim Gedenkgottesdienst am Montag nach dem Attentat dafür den Begriff des Wunders und der Wunde geprägt. Es war ein Wunder, dass die Synagoge nicht gestürmt wurde, dass die Tür gehalten hat. Und es ist eine große Wunde, die auch erst langsam verheilen wird
die noch zu spüren ist, dass mitten in Halle zwei Menschen auf offener Straße erschossen wurden. Deutlich ist, Terror ist überall und jederzeit möglich. Es ist möglich, sich zu bewaffnen, es ist möglich, sich zu radikalisieren. Es ist eine schreckliche Situation. Die Herzen sind beunruhigt und verunsichert und werden noch eine große Weile brauchen. Und dennoch gilt es, beides zusammenhalten und nicht gegeneinander auszuspielen, wie es sofort geschieht. Die antisemitische Vergiftung der Herzen droht immer gleich wieder dabei zu sein. Und gleichzeitig ist deutlich, dass wir gegen die Vergiftung der Herzen uns stark machen müssen und dass wir stark sein können als Kirche und gemeinsam in dieser Gesellschaft. Im Zusammenhang von Halle ist deutlich geworden, dass es richtig ist, wenn wir uns weiter und konsequent einem der dunkelsten Wege unserer Kirche stellen. Wir sind ein Stück vorangekommen mit unserer Entgiftungsaktion für unsere Herzen im Blick auf unseren eigenen Antijudaismus. In Eisenach wurde das Kunstprojekt Der Wanderer gestartet und zugleich die große Ausstellung zum sogenannten Natürungsinstitut eröffnet. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass es besser ist, über den langen Titel zu zitieren, weil damit noch einmal deutlich wird, was in diesem Institut versucht wurde. Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben. In Eisenach, mitten im Herzen unserer Kirche. In diesem Zusammenhang gab es auch ein schönes Miteinander von Ilse Junkermann und mir. Die christlich-jüdische Verständigung ist ja eines der Herzensprojekte meiner Amtsvorgängerin. Und ich bin Landesbischöfin AD Ilse Junkermann sehr dankbar dafür, dass sie sich für die Aufstellung eines Denkmals in der Nähe des Instituts und für die Ausstellung der Verwaltung insgesamt stark gemacht hat. Und es ist mir eine Freude, hier Ihren Weg weitergehen zu können. Die Ausstellung in Eisenach ist sehr eindrücklich und ich empfehle Ihnen, sie alle, sich anzuschauen. Sie macht deutlich, dass wir tatsächlich ein Stück in unserer Geschichtsbearbeitung vorangekommen sind und dass aber noch viel zu tun ist, was umso wichtiger ist angesichts des Neuen und des Alten Antisemitismus und Antijudaismus in unserem Land. Und es tut uns gut, dass unsere jüdischen Geschwister uns auf diesem Weg ernst nehmen als Partner, als Menschen, die zu ihnen stehen. Deshalb haben wir auch nach dem Anschlag in Halle EKD weit dazu aufgerufen, dass man überall in Deutschland sich als Christen in die Synagoge stellen möge. Es war eine der größten Solidaritätsaktionen, die nach einem solchen Anschlag in Deutschland vor jüdischen Synagogen stattgefunden hat. Damit wurde auch deutlich, dass das Geschehen in Halle nicht allein aus einem ostdeutschen Problem entspringt, sondern Ausdruck eines gesamtdeutschen Problems ist. Wichtiger aber daran war mir, dass wir zeigen konnten, wir Christinnen und Christen stehen ganz klar ein für unsere jüdischen Geschwister und bekennen, Antisemitismus ist Sünde, Judenhass ist Gotteshass und die Erwählung des Volkes Israels gilt. Zum Thema christlich-jüdisches Miteinander gehört ein weiteres bewegendes Erlebnis der ersten Tage meines Bischofsamtes. Ich durfte mitschreiben an einer Tora-Rolle. Im Oktober 2020 beginnt das Themenjahr 900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen. Bei der Vorbereitung des Themenjahres wies der Leiter der jüdischen Gemeinde darauf hin, dass das kein ununterbrochenes jüdisches Leben in Thüringen gab. Aus diesem Anlass dieses Themenjahres schenken wir als EKM gemeinsam mit dem Bistum Erfurt der jüdischen Landesgemeinde eine neue Tora-Rolle. Auf dieser wurden in der Erfurter Synagoge nun die ersten Worte geschrieben von einem Sofer, einem aus Berlin kommenden Schreiber. Als Vertreter der schenkenden Kirche waren Bischof Dr. Neimeyer und ich eingeladen, den Arm des Sofers anzufassen, als er die ersten Buchstaben schrieb. Ich persönlich habe mich sehr gefreut, dass ich das Jod mitschreiben durfte, den kleinsten Buchstaben des hebräischen Alphabets, von dem es im Evangelium des Matthäus heißt, dass kein Gebot des Gesetzes aufgehoben ist. Was noch einmal eine Aufforderung an uns ist, nicht leichtfertig die Tora als erledigt wegzutun. Überhaupt hat mich das Beschreiben der Tora heute sehr bewegt und mir vor Augen geführt, was eine heilige Schrift ist. Denn bevor die Worte geschrieben werden, wird jedes Wort 12-mal angeschaut, gebetet, meditiert und erst dann fein säuberlich geschrieben. Es darf kein einziger Fehler in der Tora-Rolle stehen, deswegen muss man sie mit hoher Sorgfalt schreiben. Heilig heißt hier fehlerfrei. Damit wird deutlich, weshalb es auch 2 Jahre braucht, bis die Tora-Rolle fertig ist. So heilig ist das Wort Gottes. Und das im Zeitalter, in dem man alles sofort und gleich kopieren und ausdrucken kann. Eine wunderbare Entschleunigung für eine heilige Schrift, die dann ganz achtsam 100, 200, vielleicht auch 300 Jahre gelesen wird hier in Thüringen und die zum Fest der Tora-Freude in der Synagoge mittanzen darf. Diese Tora-Rolle verbindet sich mit der Gewissheit, dass jüdisches Leben zu Mitteldeutschland auf Dauer gehört. Das gemeinsame Projekt Tora ist Leben, das das Schreiben der Rolle begleiten wird, soll das Wissen über den Reichtum der jüdischen Tradition und des geistlichen Lebens in die Gesellschaft hinein vermitteln. Wir sind im 30. Jahr der friedlichen Revolution. Es
gab viele Veranstaltungen dazu, wenn ich es recht sehe, bei diesem Jubiläum, im Besonderen mit der Frage, was ist eigentlich aus dem geworden, was wir damals erkämpft haben. AfD und Pegida behaupten, sie trügen das Erbe der friedlichen Revolution weiter. Dem widersprechen wir als Kirche deutlich. Und nehmen sogleich wahr, auch Gemeindelieder folgen aus ganz unterschiedlichen Gründen den Populisten. Vor 30 Jahren begann der konziliare Prozess. Wir haben uns damals gefragt und Antworten gesucht, wie wir Kirche sein können auf dem Weg des Friedens, der Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung. In Seoul wurden Akklamationen verabschiedet. Angesichts dessen empfinde ich es als etwas merkwürdig, wenn dann jetzt der BRK zum Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens einlädt und das Thema der Bewahrung der Schöpfung fehlt. Da waren wir 1989 weiter. Und ich merke, dass wir dieses Erbe an vielen Stellen noch einmal anschauen und heben und gewinnen sollten, zumal wir vor den großen Herausforderungen eines Umbaus unserer ganzen Gesellschaft hin zu einer postfossilen Lebensweise stehen. Das ist nicht nur eine Frage des Klimaschutzes oder des CO2-Ausstoßes, sondern die Frage einer großen Transformation. Die Präsidentin wird in ihrem Bericht unsere konkreten Aktivitäten als Landeskirche beschreiben. Darüber hinaus ist es nötig, dass wir einen kulturellen Wandel in diesen Fragen voranbringen und mit anderen Akteuren vernetzt agieren. Darin kann der ökumenische Prozess Umkehr zum Leben den Wandel gestalten, an dem viele ökumenische Partner in Deutschland beteiligt sind und der in unserer Landeskirche von der Evangelischen Akademie in Wittenberg vorangetrieben wird, ein wichtiger Akteur sein. Was ich großartig finde, die junge Generation stellt jetzt ihre Fragen laut in diesem Thema und neu. Zum Beispiel fragt die ICAN-Initiative, das waren junge Studenten, die gefragt haben, wieso gibt es einen Atomwaffensperrvertrag? Wir brauchen doch eigentlich einen Atomwaffenverbotsvertrag. Und sie haben das auf den Weg gebracht. Inzwischen haben über 100 Länder die Ächtung der Atomwaffen zugestimmt und unterschrieben. Und plötzlich gewinnt das politisches Gewicht. Deutschland hat dies noch nicht unterschrieben, aus verschiedenen Gründen, die nachvollziehbar sind. Aber die EKD-Synode hat sich klar für die Ächtung der Atomwaffen ausgesprochen und Schritte angemahnt, dass auch Deutschland diesen Verbotsvertrag beitritt. Auch das Thema Bewahrung der Schöpfung gewinnt durch die jungen Leute an Fahrt mit der Fridays for Future-Bewegung. Nach 1989 haben wir in Ostdeutschland erlebt, dass die Bewahrung der Umwelt einen neuen Stellenwert erhielt. Die Drecksteuerung von Buna und Leuna und anderswo wurden abgeschaltet bzw. modernisiert. Landschaften haben sich erholt. Manche hatten ja den Satz von Kohl, es wird blühende Landschaften geben, falsch verstanden. Es war eine ökologische Aussage und die hat sich auch erfüllt. In den Flüssen schwimmen wieder Fische. Vielleicht hat sich dadurch der Blick auf das Ganze in der Welt und die Dramatik der Situation verstellt. Es ist toll, dass uns junge Leute heute dazu aufwecken und auffordern, den Klimawandel ernst zu nehmen, was politisch beschlossen ist und mit ihm gemeinsam Antworten zu finden und konkrete Schritte einzuführen. Ich bekomme zu dem Thema viele Briefe mit diametralen Erwartungen und Forderungen. Die Polarisierung greift auch hier tief in unsere Gemeinden. Umso mehr müssen wir deutlich machen, dass wir unser Tun und Handeln aus unserem Glauben gegründet haben. In den ersten Tagen und Wochen habe ich eine Kirche in vier Bundesländern erlebt, mit sehr, sehr verschiedenen Situationen. Hohe Volkskirchlichkeit und Kirchengemeinden, in denen man das Gefühl hat, hier hat sich gar nichts verändert. Und auf der anderen Seite Gegenden, in denen es ansteht, ein Pfarrer mit 15 Kirchen mit einem mit 16 Kirchen zusammenzulegen. Wie geht das eigentlich weiter mit der Strukturreform in Gemeinden und Kirchenkreisen? Eine wichtige Fragestellung, vor der wir in den nächsten 10 Jahren stehen. Und das lässt sich auch nicht nach Bundesländern einteilen, sondern es gibt in unserer ganzen Landeskirche sehr unterschiedliche Situationen, die jeweils genau angeschaut werden müssen. Um das zu tun, habe ich ein kleines Projekt gegründet, das heißt Abendgebet mit dem Landesbischof. Da lade ich mich einfach irgendwo bei Ihnen im Kirchenkreis in eine schöne Kirche, wo ich immer schon mal hin wollte, ein. Komme mit der Gitarre und einer Andachtsbox, mache Andacht, wer kommt, ist dabei. Und dann ist noch Zeit, miteinander zu reden. Habe ich schon 2-mal geschafft und will das so 1 bis 2-mal im Monat auch probieren. Wir haben Studien gelesen und wahrgenommen, das können Sie da in meinem Bericht lesen und ich habe auch was geschrieben zu 40 Jahre Gemeindepädagogik, weil das spannend ist, weil damals vor über 40 Jahren ja angefangen wurde nachzudenken, wie können wir eigentlich differenzierte Bildungsgruppen haben. Es ist dann nach der Friedlichen Revolution sehr stark auf das professionelle Fahren zugelaufen, ein Theologiestudium. Und als ich jetzt beim 25. Ordinationsjubiläum in einer Arbeitsgruppe war, wo wir unsere Biografien vorgestellt haben, war ich der Einzige von den 7 mit so einer heute erwarteten klassischen Biografie, Theologiestudium, dann Vikariat und dann Pfarramt. Das heißt, wir haben da ganz viele Schätze in der Geschichte und es ist, glaube ich, eine große Chance und Herausforderung zu schauen, dass das nicht Auslaufmodelle sind, sondern wo wir daran anknüpfen können. In den letzten 2 Minuten, die ich mir jetzt persönlich noch selbst gesetzt habe,
will ich Ihnen ein paar Fragen stellen, zu denen ich auch schon Antworten teilweise überlegt habe. Aber in den knapp 88 Tagen, die ich jetzt im Amt bin, ist mir wichtig, dass wir zusammen nachdenken und dass nicht das so ist, dass der Bischof sagt, wo es lang geht, sondern es sind Fragen, denen wir ins Gespräch kommen sollten. Es sind 9 Wie-Fragen, das heißt, ich frage nicht mehr ob und warum, sondern die Frage ist für mich, wie wir die Dinge haben. Ich komme zu meinen Fragen. Und im Anschluss habe ich dann Lust, dass Sie kleine Gruppen bilden, für die kurz diskutieren und wir dann nochmal einen kleinen Response zu mir machen. Wir haben eine Stunde Zeit für meinen Punkt. Erstens, wie bleiben wir bei sinkenden Ressourcen in der Fläche präsent? Es kann nicht unser Ziel sein, uns auf Städte oder auf urbane Räume zu konzentrieren. Ich sage immer, wir können nicht resignieren. Also resignieren heißt ja die Zeichen, resignare, die Zeichen zurücksetzen, weil unsere Zeichen sind gemauert in wunderschönen Steinen. Das heißt, die Kirchengebäude sind da, das stellt uns vor die Aufgabe, wie bleiben wir in der gesamten Fläche präsent? Bei sinkenden Ressourcen. Zweite Frage, wie können wir die Resonanzen und die Beziehung zur Kirche erhöhen? Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass die Bindungen traditioneller Art weniger werden. Das ist eine Herausforderung für unsere Arbeit. Drittens, wie können wir Kräfte und Energieverlust mindern, die jede Strukturreform größeren Ausmaßes kostet? Das heißt, wir müssen was verändern, aber wie können wir das so geschickt tun, dass wir uns da nicht sinnlos mit beschäftigen? Wir haben in den letzten 10 Jahren keine Kirchenkreise zusammengelegt, wir haben kaum Strukturveränderungen umgesetzt und deutlich ist, an manchen Stellen muss das passieren. Dazu sind wir, glaube ich, durch verschiedene Ideen unterwegs. Für mich ist die spannende Frage, wie können wir so wenig Energie wie möglich daraus verbrennen und gleichzeitig so einfach und so klar wie möglich Strukturveränderungen voranbringen. Vierte Frage, das ist für die Vikarinnen und Vikare, die jetzt da sind, die wichtige. Wie können wir unsere Berufsanfänger, also die Pfarrerinnen und Pfarrer, die Gemeindepädagogen und Gemeindepädagogen im Entsendungsdienst, davor bewahren, in den stets abzubauenden Strukturen zu verbrennen bzw. frustriert zu werden. Für uns ist das wichtig, das Potenzial unserer jungen Leute zu heben, Kirche neu zu denken. Und ich glaube, dass wir mit ihnen die Veränderungsprozesse in unserer Kirche auch anschieben sollten. Gleichzeitig werden wir auf einen Pfarrermangel unter Umständen zugehen. Das wird verschieden diagnostiziert, was diese Frage nochmal doppelt spannend macht. Fünftens, wie können wir Freiräume für Innovation und Mission in unsere Strukturen implementieren? Sie haben ja beschlossen, das Projekt Erprobungsräume zu entwickeln und voranzubringen. Irgendwann werden die Mittel für diese Erprobungsräume alle sein. Und die Frage ist, haben wir dann Strukturen geschaffen, in denen diese Erprobung weitergehen kann? Weil sonst war es ein Strohfeuer, was für kurze Zeit da war, aber es hat sich nicht weiter ausgewirkt. Sechstens, wie können wir Freude und Selbstwirksamkeit im Haupt- und im Ehrenamt, im besonderen Verkündigungsdienst stärken, sodass man das Gefühl hat, meine Kirche braucht mich, ich kann hier etwas bewegen, es ist sinnvoll und macht Freude. Ich glaube, dass die Freude- und Lustfrage eine ganz große ist, denn Pfarrerinnen und Pfarrer arbeiten nicht zu viel, haben wir in der Studie gelernt, sondern zu vieles. Und nach meiner Meinung könnte eine Lösung in der Spezialisierung des Pfarramtes liegen. Siebtens, wie können wir unsere Tradition aus DDR-Zeiten, sowohl was den konziliaren Prozess anbelangt, wie auch die Gemeinschaft der Dienste, für unsere gegenwärtigen und zukünftigen Wege fruchtbar machen? Wir stehen vor einer großen Transformation, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch vor uns in der Kirche. Achtens, wie sehen die nächsten Schritte aus der Ökumene im christlich-jüdischen Miteinander und im interreligiösen Dialog aus? Wir überlegen da gerade auch in Richtung muslimisch-christlichen Dialog zu gehen. Neuntens, wie finden wir zu passenden Worten und angemessenen Handeln in Zeiten vergifteter Herzen, auf das Sie reinlegen? 9 Fragen. Auf diese 9 Fragen gibt es sicherlich mindestens 80 Antworten. Die ein oder andere liegt bereits parat und wird überlegt, manches noch ganz offen. Und ich verstehe mein Amt als Landesbischof nicht so, dass ich Ihnen die Antworten gebe oder geben müsste. Ich sehe meine Aufgabe eher darin, zum Diskurs einzuladen und gemeinsam nach Antworten zu suchen. Und in der Einheit der Kirche die Vielfalt zu wahren. Dazu mögen diese Fragen ein Aufschlag sein. Eine Idee will ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich habe sie bereits an der einen oder anderen Stelle kommuniziert. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir wieder stärker eine seelsorgerliche und besuchende Kirche werden müssen. Ich meine, dass das Amt des Seelsorgers, der Seelsorgerin als Pastorin und Pastor neue Wertschätzung braucht. Es gilt, die Seelsorge als Muttersprache der Kirche wieder neu zu entdecken und als Grundstruktur eines der Pfarrämter stark zu machen und damit Resonanz zu erzeugen in unserer Welt und in unserer Gemeinden. Wir müssen auf eine individuelle Welt mit individuellen Schritten reagieren.
Besuch und Seelsorge gehen dem Einzelnen nach, fragen nach seinem geistlichen Weg und helfen, Gespräch, Gebet und Beichte, die Herzen zu erleichtern und rein zu machen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Dazu einzuladen und nach eigenen Wegen der Gottesschau zu fragen, hat Verheißung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.